herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich würde euch gern heute die Tupftechnik mit dem Tupf-Ombre-Tool zeigen. Da haben mich ein paar gefragt, weil horizontal bekommt man es so schwer hin mit der Pinseltechnik, weil da sind oft die Pinselstreifen zu sehen und mit der Tupftechnik geht es ganz gut. Und dann habe ich ein paar gefragt und ich habe gesagt, ja klar, zeige ich euch. Ich habe ja im Shop diese Tupftools, einmal mit pinken Steinen und einmal mit durchsichtigen Steinen. Und dann braucht ihr einfach nur ein zartes Farbgel und ein bisschen kräftigeres Farbgel. Im Prinzip ist es egal, ob es im Rosa, im Braun oder im blau-grün Bereich ist, das ist egal. Hauptsache immer hell und dunkel. Ich mache es immer so, dass ich mit dem Helle anfange zu grundieren und dann mit dem Dunkle drauf tupfe. Ich habe es aber auch schon andersrum gemacht. Geht auch, wenn ihr jetzt halt dunkel auf hell tupft, logischerweise geht es ein bisschen einfacher, wie wenn ihr jetzt hell auf dunkel tupft, ist ja logisch. Aber es geht. So, ich fange dann an. Ich mache immer auf ein Trägerpapier von einer Schablone, nehme ich meistens, ein Tropfen Farbgel, in meinem Fall jetzt ein Dunkelpink. Nimm den Ombre Tupftool und tupf ihn so halb in die Farbe und tupf ihn aber dann auf dem Trägerpapier richtig gut ein. So, dass es eine glatte Oberfläche gibt und dann könnt ihr im Prinzip anfangen zu tupfen. Ganz einfach nur tupfen. Wichtig ist das, was ich euch gerade gesagt habe, dass ihr vortupft. Nicht in die Farbe rein und loslege, sondern vortupfe. Ihr müsst diesen Tupftool bearbeiten, indem ihr die Farbe eintupft. Und dann tupft ihr einfach drauf los. Ihr müsst nur Acht geben, dass ihr die Länge, die ihr haben wollt, ungefähr einschätzt. Und da sollte dann ein schöner Übergang sein. Das heißt, wenn ihr dann euer Ziel erreicht habt, wo ihr aufhören möchtet mit der dunklen Farbe, nehmt ihr wieder das Trägerpapier und tut den Ombre Tupftool nochmal ein bisschen austupfen. Auf dem Trägerpapier, so dass es weniger Farbe ist. Und dann, wenn ihr kaum eine Farbe dran habt, geht ihr hier an diese Grenze und tupft ganz leicht diesen Übergang nochmal hin. Und dann bekommt ihr ihn sehr weich hin. Seht ihr das? Bisschen hoch, bisschen runter, bisschen so. Und dann habt ihr hier einen weicher Übergang. Und dann könnt ihr das Dunkle dahinter nochmal ein bisschen verblenden. Und dann habt ihr einen wahnsinnig toller Ombre-Verlauf von dunkel nach hell. Wem das noch nicht genügt, kann gerne mit der zweiten Schicht nochmal drüber. Also das ist überhaupt kein Problem. Nur wieder bitte die gleiche Vorgehensweise. Bisschen Farbe aufnehmen, austupfen, richtig schön einarbeiten und dann würde ich jetzt nur noch hinten, ganz nur hier, wo es dunkel sein soll oder wo es am dunkelsten sein soll, würde ich jetzt nochmal drüber und dann wieder austupfen, ohne aushärten, austupfen, so dass wieder kaum Farbe ist, wie vorhin auch. Und dann wieder ganz leicht der Übergang verblenden vom Dunkeln. Und das war's. Also mit dem Ombre Tupftool ist es wirklich easy peasy. Also da kriegt ihr, außer die zwei Fussel, aber da kriegt ihr so ein wunderschöner Verlauf hin in der von oben nach unten, weil das ist mit dem Pinsel echt, echt schwer. Ja, also mit dem Ombre-Tupftool ist das echt easy peasy. Wie gesagt, in meinem Shop gibt es den in rosa und in durchsichtig. Wenn zum Reinigen nehmt ihr einfach wieder ein Stück Papier, Trägerpapier von der
von der, wie heißt's? Von der Schablone und tupft einfach nur noch aus, so lang, bis nichts mehr kommt. Wenn natürlich das voll ist, nehmt natürlich gern ein neues Trägerpapier von der Schablone. Wie gesagt, einfach so lang tupfen, bis nichts mehr kommt oder bis kaum noch was kommt. Und das war es im Prinzip schon. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich nehme, ich sag extra ein Trägerpapier dazu. Also ich sag nicht eine Zellette, weil die Zellette fusselt und dann habt ihr Fussel drin, wenn ihr es auf der Zellette austupft. Deshalb nehmt lieber ein Trägerpapier. Das ist ganz, ganz glatt. Da geht es optimal so lang tupfen, bis nichts mehr kommt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich irgendwann mal Cleaner nehmen und austupfen mit Cleaner. Aber das macht gar nichts, wenn das jetzt dunkel verfärbt ist. Ihr kriegt da trotzdem noch eine Farbe rein. Also das ist nur die Verfärbung. Ich würde nicht ganz so oft Cleaner nehmen. Ihr könnt ab und zu, aber wie gesagt, das muss nicht nach jedem Mal sein. Also das muss nicht sein. Das geht genauso wieder. Auch wenn es nicht so hübsch aussieht, wenn Farbe drin ist, aber es ist ausgetupft. Und deshalb funktioniert es trotzdem einwandfrei. Wenn es gar nicht mehr geht, wie gesagt, oder euch das stört, das Dunkle, gern mit Cleaner, aber ansonsten, ja, reicht es auszupfen. Und dann versiegelt ihr nur noch und dieser, ich weiß gar nicht, heißt es horizontal, dieser horizontale, oder halt von oben nach unten, ich weiß nicht, ob ich richtig liege mit horizontal, Ombre, Verlauf ist einfach sehr, sehr, sehr schön und vielseitig. Einfach mal was anderes wie von rechts nach links. Wie gesagt, von rechts nach links gern mit dem Pinsel, aber von oben nach unten ist es mit dem Pinsel echt schwer. Der, wo das schon probiert hat, der weiß Bescheid, was ich meine, weil also mit dem Pinsel so einen Verlauf hinzukriegen, also fast unmöglich. Und ihr könnt diesen dieser Ombre-Untergrund dann super für weitere Nailart nehme, also das sieht so klasse aus. Ich zeige euch mal, was ich jetzt an meinen Nägeln mal gemacht habe. Da habe ich jetzt auch dieser Ombre-Verlauf. Seht ihr einmal von hell nach dunkel, eben von oben nach unten und einmal von dunkel nach hell. Und da habe ich noch ein Design drauf gemacht. Das zeige ich euch, wie das geht, aber gerne im anderen Video. Und das sieht einfach schön aus, wenn man als Untergrund dieses Ombre von oben nach unten oder von unten nach oben hat. Natürlich auch sieht es super aus von rechts nach links, aber von oben nach unten ist einfach mal was anderes. So sieht es dann versiegelt aus. Also wenn man keine Fusserle drin hat wie ich, hat man da einen wunderschönen Verlauf. Wie gesagt, gerne weiter benutze, aber das zeige ich euch im nächste Video. Ich mache da jetzt eine Verzierung, aber das war jetzt halt erstmals Video fürs Tupfen und die Verzierung kommt dann im nächsten Video. Bis dann, eure Manu.